Ich möchte zu Beginn betonen, dass dieser Anschlag, der der jüdischen Gemeinde in Halle galt, nicht ein Anschlag auf eine einzelne Religionsgemeinschaft war, nicht der Anschlag auf einzelne Personen unserer Gemeinschaft. Es war ein Anschlag auf alle Religionsgemeinschaften, es war ein Anschlag auf alle Demokratinnen und Demokraten und es war ein Anschlag auf alle in unserem Land. Wir brauchen endlich, wie wir das schon oftmals hier im Haus diskutiert haben, ein Landesprogramm für Demokratie und Vielfalt. Wir brauchen ein Landesprogramm, das die Bekämpfung des Antisemitismus als einen Arbeitsschwerpunkt hat. Wir müssen Menschen befähigen, Hasspropaganda zu erkennen und dem etwas entgegenzusetzen. An den Schulen. Immerhin sind 20% der Straftäter unter 21, aber auch in völlig anderen Bereichen. Und auch da müssen wir versuchen, Menschen zu erreichen, die wir mit klassischer politischer Bildung bisher nicht erreicht haben. Radikalisierung, Kolleginnen und Kollegen, verläuft heute anders als früher. Radikalisierung gibt es im Netz und in entfesselten Diskursen, mit denen jeder konfrontiert werden kann. Nicht so wie früher, dass man erst in kleine radikale Zirkel vorstoßen muss, um überhaupt an diesem Diskurs teilzunehmen. Das passiert nicht mehr am Rande der Gesellschaft, das passiert mitten unter uns. Der Irre von Halle, Eigenbrödler, als wenn dort wirklich eine einzelne Person gehandelt hat nur. Ja, die Tatausführung in dem Fall war offensichtlich scheinbar eine einzelne Person. Aber diese Täter dürfen wir nicht isolieren. Sie sind vor ihrer Tat vernetzt und sie wollten ihre Tat live ins Internet hineinsenden, mit denen sie sie vernetzen wollen. Das heißt, so zu tun, als sei dort eine Person verantwortlich, das ist ein falscher Ansatz. Das ist eine falsche Denkstruktur, der uns schon beim NSU in die Sackgasse geführt hat.